das ist ja super. Ich habe ein Paket gekriegt. Das ist für mich. Oh, das muss Lego sein. Ich habe ein Lego-Paket bekommen. Es ist ein guter Tag, wenn ein Paket für mich in der Post ist. Und dieses Mal ist es nämlich ein Paket von Bricklink. Ich habe ein paar Lego-Teile bestellt. Was Kleines. Bis jetzt nur was Kleines. Aber trotzdem eine Riesenfreude für mich. Schauen wir da mal rein. Hey, das sind zwei von meinen Geldkoffern. Wollt's mal reinschauen? Ja, da schaut's. Lego ist heutzutage mehr wert als Gold. Und jetzt ratet mal, was ich gemacht habe. Ich habe einen Bricklink Store aufgemacht. Bricklink ist eine Internetseite, auf der man von unzähligen kleinen und großen Händlern von der ganzen Welt Lego-Einzelteile kaufen kann. Schau doch mal bei mir rein. Bauen mit Linus heißt der Laden. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Gut. Ich sehe schon, es ist eine Kartonverpackung, die von Bricklink-Verkäufern anscheinend gerne verwendet wird. Das habe ich schon öfters gesehen. So eine Schachtel. Würde mich interessieren, wo man die herkriegt überhaupt. Für mich ist es natürlich interessant, von anderen Verkäufern zu lernen, wie die ihre Sachen verpacken. Okay. Achtung, Achtung! Oh, schaut euch das an! Es wurde also eine Original-Lego-Verpackung verwendet, um das Ding einzupacken. Paket 2. Gut, sonst ist da nichts drin. Wir haben hier drei verschiedene Sachen. Zum einen einmal Schienen. Schienen für den Lego-Zug. Die sind irgendwie miteinander verbunden. Wie hat das gemacht? Ah! So original, so wie es, wenn man sie auch kauft mit so Stiften. Also da haben wir mal vier Kurven, eine fünfte Kurve und hier haben wir Geraden. Auch hier fünf Geraden für den Zug. So, wie ist der Zustand? Ich muss sagen, die machen einen sehr guten Zustand gebraucht. Also die Condition, die ich haben wollte, war glaube ich neu. Und sie schauen auch neu aus. Machen einen sehr neuen Eindruck. Ich sehe hier überhaupt nichts, wo man sich darüber beschweren könnte. Also, 5 Geraden, 5 Kurven, eine Verlängerung für unseren Lego-Zug. Und außerdem dieses Teil hier. Das sind zwei Lego-Technik-Verbindungs-Dingsi-Bumsis. Sind die einzeln verpackt in einem winzigen Säckchen. Gut gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Sind auch Neuteile. Schauen dann so aus. Ja, die sind wirklich neu. Hier war nämlich das Problem, dass wir ein neues Lego-Set haben und die ganzen Teile sind auf den Boden gefallen. Und am Schluss war dann dieses Teil das gefehlt hat. Und jetzt habe ich zwei Ersatzteile gekauft. Das war eigentlich der Grund für die Bestellung. Und ich habe einen Händler gefunden, der auch Schienen verkauft und Schienen brauche ich natürlich immer. So ist diese Bestellung zustande gekommen. Vielen Dank! Das war ein sehr positives Erlebnis. Das wird eine positive Bewertung geben auf Bricklink. Ciao!